da wären wir wieder. Und ich habe einen hilfreichen Tipp bekommen von Quarks. Wir sollen doch ein paar mehr ME-Kabel aus dem System nehmen. Cable. Ja. Und dann sollen wir die oben raufbappen auf die Fluid-Exporter. Denn anscheinend gelten die Fluid-Exporter selber nicht als leitendes Kabel. Zumindest ist das meine Schlussfolgerung aus dem Tipp, dass ich die raufsetzen soll. Denn man sieht hier das Kabel, das mit dem ME-System definitiv verbunden ist. Dann geht das da lang, aber anscheinend bekommt der hier kein Signal vom ME-System, weil kein Kabel zu ihm führt. Weil der Block ja selber irgendwie kein Kabel ist. Das ist ja, also diese Geschichte ist ein bisschen doof programmiert. Allgemein gibt es wohl recht viele Bugs mit dieser Flüssigkeitsgeschichte. Aber es ist trotzdem irre praktisch, Flüssigkeiten zu exportieren. Also werde ich da jetzt mal nichts sagen. So, das heißt, die ganze Aktion hier können wir uns eigentlich sparen. Das Einzige, was gleich passieren wird, ist, dass das Ding hier voll laufen wird. Der Fluiduct. Für was warst du? Du warst für Eisen. Ja, sehr schön. Da ist jetzt Kupfer drin. Und hier, da ist jetzt Eisen drin und da ist Kupfer drin. Also du nochmal weg. So, du nochmal hin. So, jetzt kommt Kupfer. Bam. Und weg mit dir. Und nächster. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, nächste Frage. Funktionieren die Importe dann wenigstens so, wie sie sollen? Ich bräuchte jetzt noch ein Basic Import Bus. Genau. Da musst du weg. Du daran. Du so drehen. Saugst du noch ein? Ja. Naja, die Basic Import Bus gehören ja auch zu AE direkt, also zu Applied Logistics. Ist ja nicht diese extra Sales-Geschichte. Okay, das heißt, wir stellen dich ein, dass du durchgehend rauspumpst. Dann bräuchten wir jetzt einen Eimer voll flüssigem Eisen. Hier alles okay. 2000 Grad ist gut. Kupfer wird eingeschmolzen, ist gut. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne Eisen jetzt. Ja, wird alles exportiert. Gut, 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 gut. Flüssigkeitsdingens. Schmeiß bitte das Kupfer da rein. Und wir haben kein flüssiges Eisen im System. Weil die Chips voll sind? Nö, 2 von 5. Weil einfach kein Eisen im System ist. Das haben wir alles vermurkst, indem wir da mit den Basins rumgespielt haben. Das heißt, wir brauchen jetzt Eisen. Iron? Ja. Dann machst du damit bitte Stacks, schmeißt die wieder rein, machst damit bitte Stacks, schmeißt die wieder rein. Ja. Okay. Ich mache das mal ganz kurz so, weil wir haben genug Kupfer. Wir brauchen nicht so verdammt viel Kupfer. Du schmeißt da rein. Oder wie viel Kupfer haben wir inzwischen? Wir haben 17. Ah, ist gar nicht so viel. Sind ja bloß 2,5 Stacks. Und wir brauchen es nur für irgendwelche komischen Ducts. Also, ja, das ist okay. Euch können wir mal hoch combine, um das ME-System zu entlasten. Kommt wieder rein. Du dahin. Wieder rein. Du dahin. Wieder rein. Kriegen wir jetzt... Was wird alles eingeschmolzen? Da ist nichts drin. Also müssten wir jetzt flüssiges Eisen im System haben. Gucken. Molten Iron. Dafür sehe ich kein Kupfer mehr. Das ging ja schnell. Ja, okay. Ein Bucket ist ein ganzer Block. Also 9 Barren. Und in so einen Open Tank passen 16 Buckets rein. Also ist okay. Ist okay. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken, weil es wurden da Horror-Stories in den Kommentaren erzählt, dass wenn man hier mit ein bisschen falsch rummurkst, dass man dann irgendwie 300% Verlust hat. Also wenn man mit den Barren und Buckets und Basins und Gussformen und was es alles gibt, da kann man irgendwas falsch machen und dann verbraucht man ganz viele Ressourcen und kriegt am Ende weniger raus, als man reingeschmissen hat. Und das ist dann doof. Aber das scheint jetzt zu klappen. Also, Eisen.
ein Bucket. Wie viel haben wir da? Ja, es sind 5 Buckets. Das sind 45 Eisenbarren. Nicht die Welt, aber ein Anfang. Du da rein. Obwohl, ja, zwar... Mach euch langsam. Musst du den Tank hier noch füllen. Okay. Also, dich können wir auch gleich hier reinschmeißen. Ja. Dann kommen jetzt die Eisenblöcke ins System und werden von dem Ding da hinten gleich automatisch zerlegt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Von dir. Ja, okay. Gut. Was haben wir noch? Die Plattform für die Energiegewinnung soll noch nicht ganz richtig sein. Das kann gut stimmen. Hier die Plattform müssen wir hinten, glaube ich, auch noch abändern. Hier dran wollten wir arbeiten. Das wollten wir ans System überhaupt mal anschließen. Da bräuchten wir aber noch 3 Exporter. Und was noch? Nix. Wir brauchen nur 3 Exporter für die mittlere Reihe oder was auch immer. Und den ganz normalen Kabel nach oben. Den ganz normalen Kabel nach oben kann ich jetzt schon machen. Kann ich hier hochspringen? Ja, Jumping Puzzle. Dum. So. Hoch. Oh, hallo Decke. Du kamst früher als erwartet. Oh. Da. Ich freue mich so dermaßen, wenn wir später ein Jetpack haben. Da werde ich auch irgendwann mal einfach Zähne zusammenbeißen müssen. Das heißt, es wird eine Folge geben, da bauen wir einfach eine Brücke aus Dirt oder Holz oder Kobbel. Wahrscheinlich Kobbel. Eine Brücke aus Kobbel in irgendeine Richtung für ein paar Minuten und hoffen, dass wir dann auf irgendein Biom treffen, das groß ist und das Kühe spawnen lässt. Komm, hier, bau. Du bist doof, Decke. Bist zu hoch. So. Jetzt aber. Boing. Also die richtige Höhe, sehr gut. Also, der Importer ist schon mal verbunden, das ist gut. Dann brauchen wir von hier hinten springen. Eine Verbindung dahin. Und dann können wir hier die 3 Exporte hinmachen. Okay, genug Eisen müssten wir jetzt ja haben. Ihr seid schön am Arbeiten. Ja. Soul Sand gerade nicht, aber gut. Exporter. Export. Klick. Basic Exporter. Wir haben bestimmt keine schwarze... doch, haben wir. Oh, ist das schön. Ich habe vorgehabt, eine Maschine zu Ende zu bauen. Und es waren alle Ressourcen da. Ein Sommernachtstraum. Was sollte da jetzt eigentlich rein? Also, Gravel, Sand und Dust. So. Ups. Das war gleich zugespammt. Ja. Friss oder stirb. Die müssten erstmal alle so eingestellt werden, dass sie einen Input haben hinten. Genau, sonst wird das nix. Ihr seid alle schon auf Rechtsklick, Round Robin und richtige Höhe eingestellt? Ja. Dann bekommst du jetzt Sand. Du bekommst Dust. Du bekommst Gravel. Ja, und wir haben hier nur einen Sieb. Oh. Ja. Super gemacht. Wir brauchen 2 Siebe. Habe ich nicht dabei, ne? Nee, ganz zufälligerweise nicht. War das Sifter oder Sieve? Ich glaube Sieve. Sifter war das Ding, wo wir die Maden rausbekommen. Hier. Und wir haben nicht das Zeug. 4 Stück rein. So. 1, 2. Gott. Irgendwas fehlt da. So, Kies. Wir haben anscheinend nicht genug... Hier, nimm. Wir haben anscheinend nicht genug Gravel. Du machst... Gravel zu Sand.
Du machst Cobble zu Dust. Ah, stimmt. Hier fehlt noch ein Pulverizer. Für Cobble zu Gravel. Das machen wir doch auch mal fix. Ich bin gerade richtig in der Laune, so eine kleinen Projekte abzuschließen, damit wir nicht zigtausend lose Enden haben. Also, baue bitte einen Pulver. Oh, wie viel Pulver? Warte mal ganz kurz, das kann ich mir nicht angucken. Bam, 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 bam. Definitiv keine Zinnprobleme. Zurück, 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 zurück. Das dürfte jetzt richtig schön das ME-System entlasten. Nicht, dass wir gerade so super Probleme haben, aber so zwischendurch mal sauber machen schadet nicht. Rein, rein, rein. Ja, komm, Rest kann. So. Pulverizer, genau, wollte ich bauen. Pulf. Habe ich da alles für? Nein. Es fehlt Machine Frame. Oh, davon kann ich ein paar auf einmal bauen, denke ich. Aluminium, da baue 16 Stück. Das ist eine schöne Zahl. Geht nicht. Oh, was fehlt da unten? Glas. Ja, das können wir auch gleich machen, wenn ich es im Fokus behalte. Wir könnten ein Furnace aufstellen mit einem Level-Emitter für Glas. Der dann, wenn nicht genug Glas im System ist, Sand da reinschmeißt, um Glas herzustellen. Ich glaube, dann hatte ich sogar schon mal angefangen, aber ich habe es nicht wirklich zu Ende gebracht. Wie so vieles. Und deswegen jetzt diese Folge. Die ich bringe kleine Dinge zu Ende, die ich schon seit langem geplant habe. Flop. Du hast hinten einen Ausgang für alles. Rest ist dicht. Oben ein Input. Mehr ist das nicht. Und du arbeitest immer. So. Dann brauche ich noch einen Import-Bus. Genau. Und ich brauche einen Exporter für Cobble. Cobble habe ich im Inventar. Gut. Genau. Erstmal zu Ende bauen, dann gucken wir gleich weiter. Ob wir nämlich die alte Anlage dann abbauen oder ob wir sie einfach stehen lassen. Muss ich denn gucken, wie es mit den Ressourcen hinhaut. Also wenn wir sehen, dass sich Gravel und Sand und Dust im System stauen, dann bleibt das Ding bestehen. Wenn es sich nicht staut, dann könnte das theoretisch abgebaut werden. Wobei nichts dagegen spricht, das weiter bauen zu arbeiten zu lassen. Es verbraucht nicht wirklich irgendwelche Ressourcen, im Gegenteil. Sieht jetzt nur gerade ein bisschen doof aus. Und ist redundant. Okay. Exporter. Kein Oakwood, nein. Exporter. Exporter. Bam. Fertig. Komme ich da oben ran ohne? Nein. So. Du. Du exportest bitte Cobble. Und machst Gravel und Gravel wird abgepumpt. Sehr schön. Das war's schon. So, jetzt kommt die Kontrolle. Jetzt gucken wir. Ist genug Cobble da? Ist genug Gravel da? Ist genug Sand da? Ist genug Kies da? Ist genug alles da? Cobble schaut gut aus. Geht langsam runter, ja. Das ist nicht gut. Wir brauchen noch einen Extruder. Weil theoretisch müssten wir auch alle Nase lang das Cobblestone zu Compressed, das Compressed zu Double Compressed und so weiter hochkombinieren, damit wir irgendwann in 20.000 Folgen die eine Quest mit dem Stelle so und so viel x Millionenfach verkompressiertes Cobble her. Ja. Also es sollte nicht runtergehen, sondern eher hoch. Okay, wo wir gerade dabei sind, baue uns einen Extruder. Da. Was fehlt? Pneumatic Servo. Nicht aus Silber. Ja, Alu. Es fehlt Glas, stimmt. Okay, wir können aber einbauen, das ist das Wichtigste. Nicht ablenken lassen und so, ne? Glas, ja, gut. Also, Sand. Der Rattenschwanz wird immer länger. Und ich sehe das jetzt schon kommen, dass ich die Hälfte von den Sachen, die ich jetzt schon zwischendurch geplant hatte, wieder vergesse.
Dich da hinten hatten wir. Wir wollten drüber nachdenken, ob wir das dann noch abbauen. Wir wollten die Ressourcen alle checken. Ich glaube, das war schon. Okay.